Aber wenn ich hier nicht lang muss. Ach so, ich muss da lang, wa? Nee, davon bin ich gekommen. Hä? Oder muss ich da hochklettern? Kletter mal hoch. Ich glaube, das ist offen. Ja, war richtig so. Eigentlich bin ich da nicht vorher hochgeklettert, sondern bin erstmal da hinten lang. So, er rennt erstmal schön hier. Die sind ja halt einfach, ne? Kann ja so platt machen. Zack. Hey! Das gibt's doch gar nicht, ne? Einen habe ich noch. Hier schnell Sand zu holen. Es gibt's doch gar nicht. Ich will doch bloß hier den Sand. So. Zack. Ja. Sag mal. Das meine ich hier mit der Kamera, ne? Das, genau das ist das, was ich meine, nämlich. Ich hasse Kampfspiele, wo die Kamera so an der Wand hängen bleibt, dass man nichts mehr sehen kann. Das ist so nervig. Das darf nicht passieren, sowas. Eine Kamera muss frei bewegbar sein. Die darf nicht an der Wand einfach stehen bleiben oder hängen bleiben. Das darf nicht passieren. Ach, du meinst One Piece? Ich dachte, du redest von Dragon Ball. Vom Dragon Ball Kapitel. Ach so. So, siehst du, 60% schon, das läuft ja doch schon an schöner Stelle, hat der deutschen Übersetzer. Okay, bis dann. Bin weg, bye bye, mach's gut. Und haben die dich aus dieser Community rausgeschossen? Nee. Heute wurde ich aber nochmal angeschrieben. Ich wurde heute nochmal angeschrieben und gefragt, was ich denn überhaupt in dieses Netzwerk überhaupt möchte. Was denn meine Wünsche sind und was ich denn mir erhoffe aus diesem Netzwerk. Und da habe ich genau das Gleiche nochmal gesagt. Erstens bin ich in diesem Netzwerk, um Infos zu bekommen, wie man Videos am besten schneidet, wie man sowas hochlädt, was man für Videos machen sollte, so Bearbeitungstechniken und sowas alles, ja? Und na, das sollte nicht so klappen. Der sollte eigentlich zurückspringen. Alter, der ist doch so besamst, der Typ. Warum jumpt der nicht von dieser Seite? Ah, okay, Mann. Digga. So, runter da. Fertig. Genau, dann habe ich gesagt, dass ich nicht in dieses Netzwerk bin. Und, um Leute kennenzulernen, um mir Spiele zu kaufen, nur weil ich mit den Leuten spielen soll, habe ich gesagt. Ja, ich bin nicht dafür da, um irgendwie mir Sachen aufzuzwingen, nur damit halt andere zufrieden sind und ich aktiv im Netzwerk bin. Das ist nicht meine Intention. Und dann gleichzeitig habe ich auch noch gesagt, dass diese Leute, die alle in diesem Netzwerk sind, sind alles keine richtigen Zuschauer. Das sind keine richtigen Zuschauer, die man sonst eigentlich hat, ne?
Das war richtig. Das war richtig dumm. Sag mal, wie dumm bin ich denn eigentlich? Ja, und da deswegen bin ich ja nicht da. Deswegen bin ich ja nicht in diesem Netzwerk und irgendwelche Spiele zu spielen, die halt andere aufspielen. Ja, Digga, was ist denn das? Jetzt mal ohne Rotz. Der Prinz macht mich richtig fertig. Ah, leck mich doch, Prinz, Alter. Mach jetzt mal was. Na, nun los. Alter, dieses scheiß Sägeblatt, ne? Abfuck total, ey. Na, das wird doch schon wieder nichts. Na, das wird doch schon wieder nichts. Oh, ey, so schlecht, ne? So schlecht. So schlecht. Jetzt warte ich, bis es wieder runterkommt und dann renne ich darüber. Verplemper ich wissen keine Zeit. Ach, komm schon! Meine Fresse! Warte doch kurz einen Augenblick. Alter Schwede. Pfarrer? Seid ihr da? Mann! Leute. Ich raste gleich richtig aus. Nein, und wie gesagt, ich habe dann gesagt, dass ich halt nicht Leute da zocken will, nur weil ich in diesem Netzwerk bin. Ich spiele halt, ich habe gesagt, ich spiele immer Spiele mit, die ich denn auch habe, ja, die ich denn gerne mitspielen möchte. Die spiele ich auch mit, aber ich werde mir kein Spiel kaufen, nur damit andere zufrieden sind und ich mit sie zocken kann. Das ist nicht das, was ich will. Und gleichzeitig sind das ja auch alles Streamer und YouTuber. Und bei Streamer und YouTuber ist es ja so, dass es keine richtigen Zuschauer sind. Also die gucken deine Videos nicht, weil die dich feiern oder dich mögen oder sonst dergleichen, sondern die gucken oder schauen kurz mal in deine Videos rein, weil du im Netzwerk bist. Aber das, was man halt richtig möchte, also man möchte ja konstante Zuschauer haben. Und diese hast du halt in solchen Netzwerken. Solche Netzwerke sind das gleiche wie Facebook-Gruppen. Ja, sowas sind genauso gleiche wie Facebook-Gruppen und das bringt mir halt nichts. So. Genau, ich spiele halt das, auf was ich Bock habe, ne? Und wenn halt ein Spiel dabei ist, was ich auch habe und selber zocken würde, dann zocke ich natürlich mit, aber ich werde mir kein Spiel kaufen. Ich werde mir kein Spiel kaufen, nur damit ich halt der Community, in der Community passe, dann diesen Netzwerk passe. Das ist nicht mein Hauptproblem. Ja, genau. Ich habe gerade mit der Frau hier hinten gekämpft und du, hier die alte. Sag mal, wie viele Kontubinen sind das denn? Siehst du denn schon wieder diese scheiß Kamera, ne? Die Kamera ist echt schon richtig assi. Mann. So, da habe ich sie. Ja. Ja, und das habe ich heute geschrieben. Bis jetzt kam keine Antwort mehr von der Leitung. Also die Leitung hat mich, diese Netzwerkleitung hat mich direkt angeschrieben noch. Und bin ich ja mal gespannt, was da jetzt zurückkommt. Hallo. Und wenn sie halt sagen, naja, du musst schon mit den anderen auch mal zusammenspielen oder so, dann hat sich das erledigt. Dann bin ich raus aus diesem Netzwerk und dann können sie mich mal am Arsch lecken. Wie gesagt, ich werde mir nicht irgendwas...
Alex, ich habe einen Film für dich. Hätte ich länger gestreamt, könnte ich dich hosten. Ah! Gut. Ach, du warst schon heute live. Okay. Was hast du denn gespielt heute? Ich habe zuerst die ganze Zeit Videos gerendert und geschnitten. In den ganzen vergangenen Streams, weißt du? Weil ich mache das ja immer so, dass ich streame und diese Streams schneide ich dann in kleine Parts und so weiter. Und dadurch habe ich halt auch immer wieder Content für meinen YouTube-Kanal, ne? Warum komme ich hier nicht hoch? Ach, hier ist... Ah, okay. Sieht man gar nicht, ne, dass das kaputt ist. Jetzt erst. Naja, gut. For Honor, okay. Ach, da, wo du immer ausrastest, ja? For Honor, wo du immer ausrastest. Hab das Video geguckt. Also vom Prinz Persia. Ach, du meinst vom Remake. Und, was hältst du von dem Remake? Sieht doch gar nicht so schlecht aus, ne? Finde ich. Wo sind wir denn hier? Ach, hier. Also ich finde, das Remake sieht gar nicht so schlecht aus. Muss ich sagen. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier lang muss. Was ist denn überhaupt aufgegangen? Irgendwas muss doch aufgegangen sein, ne? Das habe ich nicht hingeschaut. Ah, okay, das Fahrer. Hab ja gestern nicht ganz zugeguckt. Ach so, du hast nicht ganz zugeguckt. Ist aber nicht so nett, du. So, jetzt muss ich kurz mal schauen. Wo muss ich denn langsamer? Das? Nee, davon bin ich... Hä? Warte mal, jetzt muss ich kurz mal schauen. Da oben. Da ist ein Balken auf alle Fälle. Da ist ein Balken da oben, aber... Ah, okay. Warte mal, ich bin hier. Ne, da komme ich nicht hoch. So, das ist aber nichts offen, ne? So, theoretisch müsste es doch hier genau sein, ne? Ich denn total bewumst? Hier, wa? Nee. Hä? Sag mal, wollen die mich verarschen? Hier war dieser Sandstrudel. Irgendwas muss doch aufgegangen sein. Ja, das habe ich ja mitbekommen. Du hast gesagt, du bist ein bisschen müde geworden und dann bist du schlafen gegangen. Das habe ich ja alles mitbekommen. Das hab ich muss zu der Alten. Heißen Dreck. Aber wie komme ich da hin? Wo ist die überhaupt? Warte mal, hier. Hier ist der Hebel drinne. Das ist der Hebel gewesen. Aber hier muss doch irgendwas offen sein. Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Oder öffnet sich... Ah, oder muss ich ganz schnell sein? Warte mal kurz. Hilf mir! Ja, ja, will ich ja. Ich will dir helfen. Alles gut. Theoretisch müsste das doch hier offen sein. Leute, jetzt mal ohne Witz. Ah, hier ist noch irgendwas. Hä? Okay. Warum habe ich das vorher nicht gesehen? Na, hat es nämlich Discord noch mit mir kurz geschrieben. Genau, genau, genau. Ihr seid ja beide denn auf den Discord gekommen, also Felix der Weise und weg. Und das haben wir alles noch mitbekommen. Ich komme! Genau, er mischt sich hier durch die... Ah, da ist er doch. Da durch die Wände. Hat sie das alles erledigt? Was hat sie so lange gemacht? Oh, musst du hier langsam?
Hammer. Hinter euch! Da ist keiner hinter mir, jetzt sind wir im Käse. So, der eine ist eigentlich eingefroren. Ja. So, haben wir jetzt alle? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Es ist auch ein bisschen eng, muss ich hier sagen. Und die Kamera tut natürlich wieder sein Übriges. Die Kamera ist sowas von nervig, Leute. Ohne Rotze jetzt. So. Haben wir jetzt alle? Nee. Einer muss hier noch irgendwo sein. Ne, da hinten ist noch eine alte. Sag mal, wie viele sind denn das immer? Viele Weiber sind da. Alex, bist du noch da? Ja. Okay, dachte schon. Daddy Little Girl wäre was für dich. Daddy Little Girl ist doch ein Horror-Game, Digga. Ja, ein Horror-Game, sag ich schon. Ein Horrorfilm. Ist doch ein Horrorfilm. Sag mal, Trovo spinnt schon wieder ein bisschen rum hier heute, oder was? Trovo spinnt schon wieder, ne? Ah, Trovo hat eine kleine Macke, ja. Also, Daddy Little Girl ist doch ein Horrorfilm. Ich dachte, die Sandmonster dürfen nicht ins Wasser gehen. Nee, das ist, glaube ich, was anderes. Vampire dürfen nicht im Wasser. Also in den meisten Vampirspielen ist halt Wasser für die Vampire tödlich. Also die dürfen denn nicht im Wasser rein. Aber die Sandmonster dürfen schon im Wasser, das ist kein Problem. Das ist gar kein Problem, glaube ich. Ja, und sogar an Cut Horror. Ja, ich habe den Film noch nicht gesehen, Daddy Little Girl, aber der soll wohl sehr gut sein, habe ich gehört. Sehr brutal, okay. Was ist die Story? Also was ist der Inhalt dieses Films? Geht es wirklich um ein Mädchen oder um was geht's denn da? Oder geht es um einen Typen, der seine Tochter so gerne hat? So, da hat sie ja Loch. Nun, worauf wartet ihr? Kann sie den Schalter drücken und dann kann ich hier durch. Mann, du hast keine Angst. Mach jetzt. Bitte. Echt? Hab das Game lange nicht gezockt. Ja. Also ich möchte meinen, dass es hier mit Wasser noch nie irgendwas zu tun hatte. Es gibt einige Spiele, wo auch was mit Sand war, wo die halt nicht im Wasser gehen konnten, weil sie denn nass wohnen und sowas. Das gibt es auch, klar. Bei Vampirenspielen ist es auch so, dass wenn sie mit Wasser oder so in Berührung kommen, dass man halt Schaden nimmt. Oder wenn es regnet oder so ein Scheiß. Also bei Vampire Masquerade war es immer so. Wenn du draußen warst und es hat geregnet, dann hast du halt Schaden genommen. Hä? Einmal komplett rumdrehen? Naja, okay. Da seid ihr ja. Seid ihr sicher, dass ich euch nicht aufhalte? Nein. Gut. So, das müssen wir erstmal dort reinbringen.
Und ich glaube, Licht war aber auch nichts, was man da machen konnte. Aber solche Spielgerätsel gibt es öfter mal, ne? Finde ich. Solche Spielgerätsel gibt es eigentlich immer. Wir sind auf der falschen Seite der Bäder. Wir müssen zurück durch den königlichen Palast. Nun gut, lasst uns einen Ausweg suchen. Neue Gegner oder was? Entweder neue Gegner oder... Thank you.